Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport FIVA 2. Mittlerweile haben wir ja Berlin jetzt auch an das ganze Warennetz angeschlossen und hat auch schon plus 30% bei der Warenversorgung, was schon ziemlich gut ist und uns definitiv weiterhelfen sollte. Diese Folge würde ich mich nochmal darum kümmern, dass wir Berlin etwas von den Zielen erweitern. Und da hatte ich vor, das Ganze mit München zu verknüpfen, da das ja auch eine wirklich riesige Stadt ist, mittlerweile sogar schon ein Hochhaus hat. Aber das Ganze ist eben halt noch nicht mit anderen Orten verbunden. Was natürlich hier nochmal gerade bei den Zielen ordentlich etwas dazu beihelfen würde, zu wachsen. Und das würde ich eben halt mit Flugzeugen versuchen zu realisieren. Hier wäre das, glaube ich, ganz gut. An der Ecke. Ansonsten ist ja nicht ganz so viel Platz. Und in Berlin hätte ich das, glaube ich, hier unten einen Fluss eher rangebaut. Hier hinten sind ja die Wohngebäude. Passt das auch soweit? Das dann. Hier unten passt es nicht. Entweder hier an der Seite. Ich glaube, das ist sogar das Beste, an der Seite das da zu bauen. Dafür brauchen wir allerdings so insgesamt mindestens einmal 10 Millionen Dollar. Um das zu kaufen. Plus noch Flugzeuge. Denke ich mal so ungefähr 12 Millionen Dollar. Darunter brauchen wir gar nicht sprechen. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn wir das Geld zusammen haben. Bis gleich. Nochmal eine kleine Planänderung. Kurzzeitig zumindest. Denn die Plastikwagenproduktion erzeugt ein gewisses Bottleneck hier. Und das man sieht, weil die hat gerade auch wieder 58er Rate. Aber es ist sehr schwankend. Ne, das ist wohl Plastik, wo ist Plastikwagen? Da unten 27, genau, hattest du. Und das ist eben halt im Vergleich zu allen anderen sehr, sehr wenig. Und da würde ich ganz gern die Rate verdoppeln, ungefähr. Und deswegen brauchen wir dort erstmal einen neuen Zug. Plastikwaren, den ändern. Der neue Zug ist ja auch richtig stark kräftig. Kostet aber auch ganz gut was an Geld. Vielleicht der Zustand von Zug 2 ist sehr schlecht. Müssen uns auch noch drum kümmern. Wir haben die nicht mehr. Die können wir nicht mehr kaufen. Ja, dann ist die Frage natürlich, was wir ansonsten machen. Den da hinzufügen. So, so. Und dann auch ein paar hiervon. Der hatte 5 Wagen. Der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das, ja, sieht gut aus. Endet für 2 Millionen. Können auch nochmal Zeit zurückzahlen. Und dann sollte es vielleicht noch mal etwas mehr Profit bringen. Wenn wir uns mal hier die ganzen Züge anschauen. Der hat jetzt nämlich eine Rate von 64. Hohlplastik 58. Das passt ungefähr. Ein bisschen was geht verloren, aber geht auch noch. Und dann schauen wir uns hier einmal die Straßenfahrzeuge an. Der hat 55. Was hat der hinten? Jetzt kommen die ganze Meldung. Der Zug hier hatte eine Rate von 58. Also 58 ist zurzeit unser niedrigstes. Hier haben wir 55 bei Eisenstahl und Kohlestahl müssen wir austauschen. Fahrzeuge verwalten, alle austauschen. Gegen die hier. Nicht genug Geld. Aber für viele vielleicht. Sollte es ausreichen. 53, hier 55. Passt einigermaßen, würde ich meinen. Und dann natürlich noch bei Waren ein paar neue. Also erstmal die abreißen. Dann kann das weg. Das.
Wir haben jetzt auch Highspeed-Gleise. Sieht ganz gut aus. Wie teuer ist das? 390.000. Ist aber deutlich besser, würde ich meinen. Alternativ. Also ist es dann teurer. Machen wir da einen Tunnel hin. Und sind da jetzt perfekte Geschwindigkeitslimits. Dann brauchen wir noch ein bisschen Geld, um hier den zweiten Weg ein bisschen abzurunden. Kann der nämlich da einmal ran und dann so durchfahren. Reicht sogar vielleicht schon. Es kann natürlich jetzt auch ziemlich in die Hose gehen, wenn ich da nicht schnell genug Geld einsammle. Das langsam. 46, 61, 68 dann hier. Das geht. Hier 114, 117. Perfekt. Jetzt müsste das alles passen. Genau, überall eigentlich. Pink. Außerdem das kleine Stückchen hier. Aber das geht dann auch noch ganz gut. Hier ist sogar auch ein Tunnel. Habe ich gar nicht bemerkt, dass da auch einer ist. Und vielleicht noch dann hier glätten. Sieht jetzt nämlich auch nicht mehr ganz so schlecht aus. Ist ja auch steil, was da runter geht. Nochmal und so. Fertig. Dann brauchen wir jetzt hier irgendeine neue Lok. Oh, wir haben diesmal aber richtig, richtig viele neue Züge freigeschaltet. Neues Schiff. Neues Flugzeug. Neue LKWs hier überall. Züge und alles. Das war eine Menge. Vielleicht grade ich doch erst dann hier die LKWs ab, aber eigentlich muss ich auch da hinten das erste machen. Ist immer schwierig, weil der Zustand wirklich von sehr vielen sehr schlecht ist. Welche Zug 3 hier in Hamburg? Ich könnte vielleicht welch war das? Hamburg-Werkzeug, glaube ich. Genau, Zug 3. Unterhalt hoch. Nehme ich etwas weniger ein, aber die ist im besseren Zustand. Und ich habe endlich wieder genug Geld dafür. Und damit sind die Fahrzeuge auch abgehakt. Eine neue Lok. 90 km/h für 11 Millionen. Ich habe nicht mal genug Geld, um so eine Lok zu kaufen. Nicht mal die Vorgänger. Demnächst sind alle Loks einfach so teuer, dass ich mir keine davon mehr leisten kann. Gerade mache ich ja irgendwie nicht wirklich viel Plus. Auch wenn hier überall viel steht. Aber irgendwie merke ich davon nicht ganz so viel. So, mittlerweile ist jetzt schon bei mir, glaube ich, 3 Tage irgendwie später seit der letzten Aufnahmesession. Da ich einfach mal eine kleine Pause brauchte. Ich habe das letzte Mal ja 6 Stunden irgendwie am Stück aufgenommen, die ganzen Folgen, und deshalb einfach mal eine kurze Pause. In der Zwischenzeit habe ich allerdings alle Schulden losgeworden und ich habe ordentlich Fahrzeuge ausgetauscht. Viele waren ehemals schon in einem schlechten Zustand. Jetzt sind hier nur noch die 2 Fahrzeuge im schlechten Zustand. Ich denke, es sollte aber ganz gut noch möglich sein, das zu regeln. Ansonsten passt aber alles hier, die Linie müsste auch soweit ziemlich gut eingestimmt sein. Und wir haben jetzt ehemals hier eine Versorgung von 38, was eigentlich schon ein ganz guter Anfang ist, würde ich meinen. Kann man natürlich noch alles steigern mit besseren Zügen und so weiter, aber dafür brauchen wir eben halt dann auch einfach eine bisschen bessere Geldversorgung. Denn ohne Geld wird das Ganze natürlich nichts. Wir haben natürlich jetzt relativ wenig Ausgaben, keine Zinsen.
ansonsten sollte alles eigentlich plus machen, vor allen Dingen mit Eisenbahn. Wasser ist noch nicht ganz so gut. Denn wenn wir jetzt mal auf die Linienstatistik gucken, alle anmachen, ist der Ertrag Rohölplastik immer relativ schwankend, je nachdem, wo der eben halt gerade ist. Normalerweise ist das aber eigentlich immer ein Plusgeschäft. Dementsprechend sollte es auch ziemlich gut gehen. Und ich weiß gerade gar nicht, ob das nicht mehr sein müsste. Wo ist es? Weil Rohöl zu Plastik hat eine Rate von 54. Eine Rate von 54. Doch passt, weil wir den ja hier doppelt entlang fahren lassen. Das heißt, dazwischen hat er eine Rate im Prinzip von 100, weil er zweimal das dahin liefert. Und dann von da hat er natürlich nur die halbe Rate. Dementsprechend sollte der auch immer voll werden und so ist es. Und dann wird das alles auch relativ abgetimt aufeinander dahin weitergeliefert. Passt also soweit. Dort, das Schiff läuft mittlerweile eigentlich auch ganz gut. Sind immer ordentlich Leute drin. Und natürlich mit unserem Boost hier nochmal für Berlin ist die Stadt auch nochmal deutlich größer geworden und kann so natürlich auch mehr transportieren. Allerdings sind die Emissionen mittlerweile auch nicht mehr ganz gut, da ich das hier relativ viel durchfährt durchs Wohnviertel. Ich würde ganz gerne hier das umlegen. Weiß gar nicht, ob es so etwas gibt wie Wegpunkte, doch gibt es tatsächlich. Und ich würde dann sagen, der fährt dort. Warte, welche Richtung war das? Das ist die Richtung, okay. Das heißt, er muss eigentlich einmal hier entlang fahren. Dann nehmen wir unsere Linie. Das ist Berlin-Wahren. Und dann nach der Haltestelle da soll der bitte einmal da lang fahren. Macht er jetzt? Er fährt immer noch nicht vernünftig. Brauchen wir noch einen weiteren Wegpunkt. So auf der Straße hier unten. So mache ich mal in beide Richtungen. Dass ich das da vernünftig einstellen kann. Sollte mich danach da entlang fahren. Dann da hoch. Dann fährt er nämlich da auch nicht mehr durchs Wohnviertel, was das Ganze deutlich verbessern sollte. Und dann fährt eben halt nur noch der Bus dort oben durch. Das geht aber, würde ich meinen. Hinten ist die Stadt ja mittlerweile auch schon ziemlich groß. Das sollte vielleicht jetzt nochmal die Emissionen etwas sinken, weil wir dann im Prinzip nur noch hier den Kreis haben und eben halt da zum Beispiel die Straße gar nicht mehr haben. Nur noch den Weg eben halt etwas belasten. Können ja auch mal gucken. Ah, sinkt es nicht, aber vielleicht mit der Zeit. Ihr seht gerade auch fast 1 Million Einnahmen. Das läuft auf jeden Fall, würde ich meinen. Können uns demnächst nämlich auch mal unseren Flughafen kaufen, den wir ja schon seit etwas längerer Zeit planen. Hamburg muss eigentlich auch mal ein bisschen größer werden, vielleicht. Aber dafür brauchen wir eben halt auch noch die zweite Versorgung und vor allen Dingen mehr Reiseziele. Das ist auf jeden Fall das, wo wir uns noch rum kümmern sollten. Wie sieht es eigentlich zurzeit in München aus? Ist auch eine riesige Stadt, wirklich. 440 Einwohner. Und eine gute Qualität da unten. Ist auch ziemlich nice, muss man sagen. Man kann also auch nur bis minus 30% durch Emissionen etwas verlieren. Macht eigentlich der Hangar einen Unterschied? Weiß nicht, wenn wir das reinplanen. 4,8 Millionen. Sehr gering. Außerdem braucht man mindestens einen Hangar. Hier wäre es immer tatsächlich ziemlich perfekt, weil da hinten das Wohnviertel ist. Hier stören wir keinen. Ist noch relativ nah an der City dran. Könnte man schon machen. Aber man braucht eben halt auch noch das Gegenstück dann eben halt in München. Dafür müssen wir erstmal sparen. Ich denke mal aber, das werden wir in der nächsten Folge machen. Und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.